Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist David Zakar und dies sind die Themen für Freitag, den 4. November. Jeder Einkauf ist einen Stempel wert. Ab Sonntag gibt es in Nienburg die neue Heimatkunde-Gewinnkarte. Sie ist klein, handlich und passt gut ins Portemonnaie. Es winken Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro. Mehr dazu lest ihr am Freitag in der Hake. 32 Unternehmen aus dem Landkreis werben seit dem 25. Oktober gemeinsam bei Google um Mitarbeiter. Die Wirtschaftsförderung im Landkreis hat unter dem Titel Arbeiten in Nienburg-Mittelweser eine neue Online-Marketing-Aktion gestartet, mit der die teilnehmenden Unternehmen dem Fachkräftemangel begegnen wollen. Katharina Fick von der Wählergemeinschaft bleibt Bürgermeisterin von Rodewald. Die 65-Jährige gewann in der konstituierenden Sitzung des Rodewalder Rats die Kampfabstimmung gegen den CDU-Kandidaten Bernd-Christoph Höper. Höper wurde jedoch erster stellvertretender Bürgermeister. Zum Sport. Freunde des Kampfsports kommen am Samstag in der Uchter Dreifachsporthalle voll auf ihre Kosten. Der SC Uchte richtet die deutschen Meisterschaften in mehreren Kampfdisziplinen aus. 7 lokalen Matadoren, darunter David Langer und Felix Herold, sind mit dabei. Am 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga empfängt der SV Husum um Spielertrainer Marian Pingel einen starken Aufsteiger aus Estorf, der das Hinspiel mit 3:2 für sich entscheiden konnte. In der Verbandsliga treten die Handballer des SV Aue Liebenau bei den Sportfreunden Söhre an. Lennart Grabisch, der zuletzt krankheitsbedingt passen musste, dürfte Aues Trainer Carsten Thomas dabei wieder zur Verfügung stehen. Diese und viele weitere Themen liest in der Hake vom Freitag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.